Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat war der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten, Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Thank you.
aufwachen, Chief. Ich brauche sie. Sie waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dorn. Warum weckst du mich? Moment. Bringe Ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware Ihrer Panzerung umgetrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Chief, sehen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Tag Leute, willkommen zu einer neuen Reise durch das Halo-Universum und wir sind chronologisch fast richtig mit Teil 4 am Start und ich bin nicht alleine hier, denn heute sitzt Dima neben mir. Das stimmt und ich weiß überhaupt nichts über diese Spielereihe und ich werde nur nerven. Jede Sekunde werde ich Fragen stellen, weil ich keinen Plan habe von Halo. Ich bin so oldschool, dass sogar Halo für mich neu ist. Das hat keiner hier. Und wie immer, ich werde das spielen, weil ich Bock habe auf die Reihe und alles mal so ein bisschen rekapitulieren lasse. Dachte schon, Sie fragen nie. Und der Anfang wird furchtbar werden, weil wir nicht zum Reden kommen werden, weil sie immer quatscht. Okay, verstehe. Von der Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. Vier Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Vielleicht. Darauf würde ich nicht wetten. Mach den Mund zu, Vibe. Es wird, die reden hier so wahnsinnig viel miteinander. Das ist okay. So ein bisschen Off-Ton. Da sieht man, dass es Free for Free ist. Die haben ja auch wieder, die Inszenierung haben sie ganz gut hinbekommen. Grafik sowieso. Mhm. Das ist, man muss sagen... Aber das ist das erste Spiel von 343, oder? Ja, genau. Und es ist noch auf der alten Konsole rausgekommen. Das ist noch 360. Okay. Und die haben aber auch einen komplett anderen Schwerpunkt. Sie versuchen jetzt mehr auf diesen Mensch, der Master Chief ist, Fokus zu nehmen und auch auf Cortana, die immer noch an ist, obwohl sie das schon längst nicht mehr hätte sein dürfen. Denn nach 4 Jahren geht eine KI eigentlich kaputt, sprich sie wird verrückt und zerstört sich dann selbst. Das ist aber eigentlich erst in diesem Teil ein Story-Element. Davor wurde das nie erwähnt. Ne? Das ja, ist hier gerade so neu dazwischen geschoben. So. Ja, jetzt wird das wichtig. Jetzt wird der Mensch im Anzug. Wer ist eigentlich Mensch? Wer ist Maschine? Das war so deren Schwerpunkt. Okay. Was ich auch von der Idee nicht schlecht finde, so. Aber wenn man mal überlegt, was Bungie dem Master Chief für Charakterzüge gegeben hat, das war einfach nur die leere Hülle, die du mit Leben füllen solltest, was ich auch geiler finde. Und deswegen hat die Reihe für mich auch, sie wurde einfacher. Einfacher? Also vom Schwierigkeitsgrad? Nee, also vom Verständnis der Charaktere. Jetzt ist alles so, so wie es überall hast. Du kriegst alles auf dem Tablet serviert. Und das ist halt echt so. Und er labert auch die ganze Zeit. Das stört mich gar nicht mal so extrem, aber es ist dennoch ein bisschen strange, weil es nicht. Man merkt einen Bruch zwischen Bungie und 343, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Ja. So, dieser Teil hätte eigentlich nicht sein müssen. Seien Sie vorsichtig! Ja, vor allem das hier. Wozu? Quick-Time-Events. Ja. 21. Jahrhundert. Das ist so überinszeniert, das hatte Halo sonst nie. Haben sich vielleicht ein bisschen was von Call of Duty abgeschaut. Auf jeden Fall. Okay. Er guckt übrigens von selber immer kurz nach rechts, okay. Da wo ich hin muss. Das ist natürlich nett, dass er einen so darauf hinweist. Ja. Sehr schön. Okay. Und weiß. What? Wo kommt der Typ denn schon wieder her? Ja, zur Geschichte muss man sagen, wir sitzen genau da an, wo der dritte Teil eigentlich aufgehört hat. Sicherlich, seien wir vorsichtig. Ja, danke für diese Info, Frau. Wo hat der dritte Teil denn aufgehört? Der dritte Teil eingefroren gewesen oder was? Ja, der dritte Teil, man muss ja sagen, die Aliens, die Allianz, ein Zusammenschluss von verschiedenen Alien-Rassen, hat durch diese Reise, wollten sie die Menschen vernichten, es brach Krieg aus zwischen denen. Irgendwann haben die Eliten
die eben in dieser Allianz sozusagen die oberen Tiere waren, weil intelligent und kampferprobt, haben sich dann aber irgendwann gemerkt, okay, die große Reise, von der hier gepredigt wird, ist Schwachsinn, weil Halo ist ein Verband von Superwaffen. Ein Verband von what the fuck? Kamera Zack. Aus dem... Ja. Das finde ich sogar auch ein bisschen cool, aber das ist halt so, früher war es einfach nur ein Schlag und dann war er weg. Das ist alles so ein bisschen cineastischer. Ja, die Halo-Ringe sind im Grunde, ein Ring ist eine Waffe, ein Geschoss, und von denen gibt es, glaube ich, 11, lasst mich lügen. Ringe, und das sind Waffen. Ja, die wurden gebaut, um einfach mal das komplette Universum zu zerstören. Okay. Um alles Leben da drauf kaputt zu machen. Das ist wie so eine Impulswelle und dann geht alles hops, um die Flat zu vernichten, die man ja im ersten Teil und ab da auch immer mal wieder. Und die Flat ist im Grunde wie ein Pilz, wie so ein Parasit, der alles Leben befällt und zu so einem, zu einer Masse, wie sagt man? Das war der letzte. Ja, zusammenschmilzt oder was? Ja, diese... Isoliert. Ich glaube, ich bin nie so weit gekommen im ersten Teil, dass ich diese Flat überhaupt jemals gecheckt habe, so richtig. Ich habe nur diese kleinen Mistviecher abgeknallt und die großen Elites und dann... Ich habe von der Flat nie was mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. So, natürlich auch überall schön Marker hinmachen. Das ist... Wobei, das geht. Das hatten sie auch schon immer drin. Ich will nicht so sehr über das Spiel ablässern. Als es rauskam, habe ich mich sehr drauf gefreut. Ja, ich war beim Launch-Event dabei für Halo 4. Das war das erste Mal, wo ich Budi, Simon und Wolf begegnet bin, damals noch. Das war im Cinemax, das weiß ich noch. Und die hatten blauen Kartoffelbrei bei diesem Launch-Event. Das war so seltsam. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass Essen, dass die Optik von einem Essen wirklich entscheidend darüber ist, ob ich es gut finde oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Der Kartoffelbrei war halt irgendwie blau, dazu gab es Sauerkraut und das war irgendwie grün gefärbt, so ganz alienmäßig, und das fand ich so weird. Aber das Spiel hat sich schon damals ganz gut gespielt. Also, what the fuck? Ich wurde erschlagen. Von der Box? Ja. Das ist so dumm. Oh, okay, Instance Respawn, okay. Jedenfalls, das war so der erste Moment, wo ich den begegnet bin, und dann habe ich so ganz cringig... habe ich so ein kann ich ein Foto mit euch machen? Und sie so, ja, so, noch so ein dummer Fan. So. Ja, aber damit muss man ja rechnen. Ja, das war schon so, ich dachte so, ach, die sehe ich niemals wieder in meinem Leben. Zack. Was ist jetzt? Bam, jeden Tag. Nein, das nicht, aber ich meine, wann sieht man schon mal Boogie auf der Arbeit? Ja, auch nicht mehr wie jeder andere. Er ist halt immer auf Achse und unterwegs und so, Alter. Deswegen, holy shit, Snacks. Ja. Diese Elites sind ganz schön elitär. Ja, was mir sehr gut gefällt, die Standardsteuerung, die wir jetzt hier drin haben. Vielleicht habe ich es aber auch, da wir das in der Master Chief Collection spielen, so eingestellt, dass es für alle Teile ist. Die Steuerung ändert sich in jedem Teil leicht. Okay. Dass du auf RB nachlädst, weil sie halt auch so eine Sache haben mit diesem Akimbo, dass du Akimbo machen kannst. Ich glaube, der ist hier jetzt wieder ganz raus. Mhm. Und hier zum Beispiel, eigentlich war auf X immer aufnehmen, jetzt ist es hier RB, so wie nachladen, sonst war das immer X. Aber schön ist, dass Schlagen auf B ist. Das ist mir wichtig. Okay. Und ich finde die Waffensounds, das haben sie wirklich geil gemacht. Also die Waffen hören sich richtig nach einer Waffe an. Mhm. Richtig schön schwer und dreckig. Haben Sie das Spiel eigentlich grafisch aufgemotzt für diese Collection? Ja, ne? Nur den ersten und zweiten Teil. Achso. 3 und 4 nicht, weil die schon auf der 360 rauskamen. 2 wurde ja komplett überarbeitet und sieht fantastisch aus. Ich kann es nicht oft genug sagen, okay, wie geil ich den finde. Und ja. Das ist immer ganz geil, so Remasters so zu sehen, nach dem sie ursprünglich mal auf einer anderen Konsole rauskam. Also richtig gute Remasters, das ist schon nice. So. Ja, wobei ich sagen muss, hier dieser Raum, bin ich auch gerade ein bisschen begeistert. Er hat Nebel, sichtbarer volumetrischen Nebel und Licht. Ja, haben viele Spiele versprochen, haben sie aber nicht drin. Also ich meine, das erste Spiel, wo ich das so richtig gesehen habe, war Call of Duty 2. So echt ein volumetrischen Nebel, wo du so durchläufst durch ein Schlachtfeld und so. Aber auch hier, dass das so ist. Ja. Freut mich doch ein bisschen. Auch viele Waffen wurden jetzt umgeändert, angepasst, sag ich mal.
oder ganz neu, wie zum Beispiel dieser Sturmkarabiner. Den kann ich hier mal aufheben. Aha. Was im Grunde, früher gab es nur so eine Plasma-MG, die man kennt. Ich weiß nicht, ob es den ersetzen soll oder ob das eine Sturmgewehr-Variante sein soll davon. Ist auf jeden Fall neu, die Waffe. Okay, für mich sieht das einfach aus wie das Maschinengewehr, nur mit bunt leuchtenden Geschossen. Was ist? Im Grunde ist es das auch. Okay. Also, ich mag es, wenn Waffen eine Funktion haben, wenn jede Waffe eine eindeutige Funktion hat. Und ja. Ich sehe noch nicht, wo der Unterschied ist zu dem Ding, außer dass es gut leuchtet. Das ist eine Plasma-Variante davon. Okay. Das Ding ist halt... Also rein vom Gameplay meine ich. Ja, ich finde halt diese Plasma-Waffen... Ich muss sagen, ich mag Plasma-Waffen überhaupt nicht. Nicht? Nee. Das sieht immer so geil aus, wenn man so mit Geschossen rumballert. Ja, das sieht... Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das sieht immer so nach Spielzeug aus. Nee. Die hat ja diesen Vorteil, sie kann man aufladen. Ich weiß gar nicht, kaum. Nee, ich dachte, er lässt. Ah, doch, er lässt es nach einer Zeit los. Ja. Und halt, dass diese Plasmawaffen halt nicht nachladen müssen, dafür überhitzen. Das fand ich schon immer. Das sind so immer so Kleinigkeiten. Okay, das ist der Unterschied, okay. Also, das andere Maschinengewehr funktioniert auch ohne Nachladen, sondern nur mit Überhitzen. Okay. Genau. Na gut, dann macht das ja schon irgendwo Sinn. Ja, also, die haben schon immer einen Unterschied, nur wie groß sind die untereinander, die Unterschiede bei Waffen. Naja. Jetzt sind wir mal wieder professionell komplett vom Thema, dass wir das in der ersten Folge noch drin haben. Also was passiert ist, Allianz hat sich mit den Menschen zusammengeschlossen, haben gegen die Propheten und so gekämpft. Krieg wurde beendet. Wer zum Geil sind jetzt schon wieder die Propheten, Mann. Die Propheten haben sind sozusagen die geistigen Führer, die all diese Allianz unter die Fittige genommen haben und die gegründet haben. Und dann haben die sich gegen die gewendet auf einmal, oder was? Ja, als auch die Eliten mitbekommen haben, ey, was diese Ringe, die vernichten das Universum. Das wissen die Propheten nicht. Mhm. Weil die denken nur, hey, es gab da diese Zivilisation, von der wir uns bedienen auch. Klatsch auf den Kopf. Und weil die schon so weit entwickelt war und es sind wohl irgendwelche heiligen Artefakte, die sie uns hinterlassen haben, die wir aktivieren wollen. Die Menschen kriegen das vorher mit im ersten Teil, was diese Ringe eigentlich sind. Ich habe keine Munition. Und ich finde auch keine Munition. Scheiß drauf, Nahkampf. Ja, da. Uiuiui, ach du Scheiße. Spratz, Sprotz. Alter. Ja, ist ja gut. Und ja, Krieg war auf jeden Fall beendet. Wir haben uns geopfert, der Master Chief, irgendwie. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Geschichte erzählen können die Leute in Halo nie. Ja. Warum was jetzt da ist, man muss da sehr, sehr aufpassen. Ja, irgendwie, ich check's nur so halb auch, muss ich sagen. Es sind viele Akteure. Ja. Ich verstehe noch nicht die Zusammenhänge zwischen den Akteuren. Und wir haben jetzt im Grunde, es ist wohl Zeit vergangen, er hat sich auf diesem Schiff, mit dem er sich geopfert hat, als eine Hälfte weggebrochen. Genau, die sind nämlich, wie es in jedem Halo ist, man flüchtet am Ende. Ach so, ist das so ein Running Gag? Ja, ja. Du hast am Ende, bricht die Station oder irgendwas unter dir zusammen und du musst irgendwie von A nach B fahren. Und diese mussten springen mit diesem, wie bei Star Wars... Lichtsprung. Ja. Und da ist aber nicht das ganze Ding durch. Da hat sich dieses Portal vorher geschlossen. Okay. Der wurde abgeschnitten währenddessen und ist dann ohne Antrieb im Weltraum rumgeschwebt. Okay. Und da hat er sich samt der KI Cortana einfrieren lassen mit dem grandiosen Spruch: Wake me when you need me. Und jetzt wird er geniedet. Und jetzt ist wohl wieder Action am Start. Und natürlich fragen wir uns, warum sind hier Eliten, die gegen uns kämpfen? Aber das sind scheinbar so Art Abtrünnige, oder was heißt Abtrünnige? Piraten, nenne ich es jetzt mal. Ja. Die halt, das ist auch eine neue Waffe. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Raketenstart. Okay. Und das ist auch immer so, das ist alles, was du mitkriegst. So, Raketenstart einladen, okay. Ja, das Kampfgewehr. Schwindellosigkeit. Ja, mehr oder weniger. Okay. Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Ja. Kein Stress. Ist gar nicht. Kann man. Ja, man kann hier zoomen.
Es ist noch nicht ganz so schlimm wie in Halo 5. Genau, diesen Part habe ich gespielt auf diesem Halo 4 Launch Event. Weißt du Bescheid? Ja. Okay, also ich check's sozusagen halb. Ich wollte vorhin irgendwas sagen. Oh, genau, wie verhält sich die Halo-Reihe zu Marathon? Ich habe ja irgendwie gehört, dass das angeblich irgendwie so einen Zusammenhang geben soll zu dieser allerersten Shooter-Reihe von Bungie, Marathon. Dass das irgendwie so eine Art Prequel oder sowas okay. ist. Dass hier der Master Chief irgendwie sich später herausstellt, dass das der Held im Marathon ist. Okay. Irgendwie, weil er halt irgendwie eingefroren wurde und dann wieder auftaucht oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Das ist ja jetzt wahrscheinlich vom Tisch, wenn 343 ihre eigenes wahrscheinlich schon. Aber es würde natürlich Sinn machen in der ersten Trilogie. Das wurde alles so ein bisschen geresettet auch. Okay. Dadurch. Also klar, die Kontinuität ist gegeben. Und das verhält sich schon noch alles richtig zueinander. Aber ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie viele Jahre vergangen sind. Das haben wir jetzt bestimmt am Anfang gesehen. Ja. Aber da ich nicht aufgepasst habe. Also ich muss mir echt hier ein bisschen aufpassen. Ich bin gerade so aggressiv. Es gibt auf jeden Fall ein paar Hinweise auf Marathon in den Halo-Spielen, wie es aussieht. Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das gab es ja auch. Selbst Destiny hatte Halo-Hinweise, wie zum Beispiel einen gigantischen Halo-Helm. Alter, was war das denn? Float, das sieht richtig derpy aus. Schön noch einen in den Arsch bekommen. So, ja, wir nehmen jetzt doch dieses Ding hier. Vielleicht. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Okay. Blutsväter, ja genau. Das gibt es auch noch. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Das war die. Die sind für den ganzen Schlamassel verantwortlich. Naja, das war die Zivilisation, die vor allen Zivilisationen da war. Okay. Und die von den Propheten eben als die Zivilisation der Zivilisation und deren Technik benutzt. Die sie hinterlassen haben. Und die haben auch diese Ringe gebaut, die Blutsväter. Da kann ich nur empfehlen, wer durchsteigen möchte durch diese ganze Halo-Geschichte, guckt euch Halo Legends an. Die machen das so wie Animatrix, packen die alles da zusammen und dann versteht man auch, warum die ganzen, worauf das basiert. Okay. Wie krass religiös eigentlich Halo ist von der Geschichte. Ich meine, wenn man drüber nachdenkt und Propheten, Arche, kann schon Klick machen, ne? Ja. Wow, was? Was? Die sehen ja aus wie so Xenomorphs. Ja, die haben so ein bisschen neue. Wir haben auch alle immer. So in jedem neuen Halo hast du leicht andere Gestalten. Ja, auch man selber sieht ja immer anders aus. Mhm. Sie hat ja auch gesagt, jetzt neue Firmware. Ja. Weil das hat anders aussieht. Es gibt tatsächlich keine Hinweise mehr auf Marathon, seitdem Bungie nicht mehr für Halo zuständig ist. Aber bis Reach gibt es noch Hinweise. So zum Beispiel taucht ab und zu das Marathon-Logo irgendwo auf. Und das so, kann auf den sein. Schiffen und sowas. Okay, ja. Und auch im Menü, also angeblich in dem Logo von Halo 1, dumm. Ist das Marathon-Logo im Hintergrund irgendwie. Dieser Kreis mit diesem. Okay. So ein Kreis, in dem anderen ist noch ein Kreis und dann so ein Strich durch, so wie so ein Off-Symbol. Also, ja, das sieht halt. Na egal, wir haben hier kein Bild. aber es ist halt ganz, ganz typisch, dieses Marathon-Logo. So, das müssen wir jetzt aber noch in der Folge schaffen. Es ist peinlich, wie ich hier gerade wie die Fliege verrecke. Ja, und das ist normal? Normal, ja. Okay, ja. Bleib mal öfter in Deckung. Ich kenne das von mir, dass ich ungern in Deckung gehe. Das war aber bei Halo 3 am Anfang auch so. Da war die erste Folge genauso wie die hier. Okay. Na gut. Oh, Deckung. Die halten aber auch aus, ja. Ja, Deckung. Ducken, schießen, ducken. Ja, mit ducken ist hier Essig. Geht zwar auch, aber. Okay. Auch von hinten. Ja. Ah, ich würde ihn nicht ignorieren. Sagst du so? Ja, das ist bestimmt wieder so einer. Da, okay. Das sind zu viele, also das ist das. Okay, ja, das ist schon mal sehr gut. Okay.
Ach, Alter. Du hast so ein Mini-Raketenwerfer-Ding. Granatwerfer, würde ich behaupten. Okay, warte noch mal kurz ab, bis du wieder regeneriert bist, auch Schild und so. Da ist die Abschussstation. Ja, ich mache jetzt einfach hier. Das ist, habe ich auch schon häufiger gesagt in der Reihe, das ist das Coole an Halo. Es ist dieser Flow, du gehst einfach durchs Level, keine Munition mehr, da fliegt schon irgendwo noch eine Waffe rum. Ja, das ist cool. Ich meine, ist das aber nicht auch in vielen modernen Shootern so allgemein, dass du immer in so einem... Ja, aber da ist es vielleicht fast noch ein bisschen unabwechslungsreicher natürlich durch die Waffen. Hier macht es ja sogar noch taktisch Sinn, wenn du mehrere zur Auswahl hast, für welche entscheide ich mich jetzt gerade. Mhm. Ja, gut. Das aber und da, ja, dann nimmst du halt Munition immer für deine Waffe aus, weil es alle Sturmgewehre sind. Mhm. Da hast du mal, und ganz selten brauchst du mal einen irgendwas, komplett anderen Typ an Waffe. Irgendwas klemmt da hinten. Ja. Ich meine, die Station hat schon bessere Tage hinter sich. Mhm. Alter, keine Munition. Oh, das macht gar nichts. Nahkampf oder auch das. Verschmähe nie den Nahkampf, wenn du ihn benutzen kannst. Ja. Das zieht bestimmt um einiges mehr ab. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben den aber auch schwächer gemacht, meine ich. Oder war das nur ein Multiplayer? Die haben einige ein bisschen Balancing verändert. Mhm. Oh, der sieht hier ordentlich. Schild mit einem Schuss. Fucking Snow. Ja, das sind halt auch diese... Plasmawaffen sind halt gegen Energieschilde. Gut, das war im allerersten Teil recht wichtig, okay. Beziehungsweise im Multiplayer, dass du halt eine Plasmawaffe hast, haust schnell den Schild runter, mhm, und dann schlägst du nochmal nach oder wechselst schnell zu deinem, okay, Sturmgewehr, weil das macht dann wiederum physischen Schaden. Okay. Ach, schon wieder keine Munition, Alter, was... Und hier haben sie es auch schon weggemacht. Wo sind die Waffen von euch? Wo liegen die? Die sind einfach weg, oder was? Nach oben geflogen. Das ist halt so eine Sache, die finde ich an den neuen Teil nicht mehr so geil. Alter, da muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Ja, vielleicht ist es nur hier, dass die... Ich glaube, die sind einfach zu leicht hier gerade. Die floaten einfach weg. Das hoffe ich. Und so was. Sie sind nicht mehr so bedacht mit dem Einsatz, wann zeigen wir den Master Chief, was sagt er und so. Einfach alles drauf. Ja, wir machen es einfach. Das war damals so sehr bedacht. Da hat er, glaube ich, zwei Sätze gesagt. Mhm. Und es war dann auch immer geil, wenn er was gesagt hat. Mhm. Was zum... Was ist das für ein Strahl? Man weiß es nicht. Kümmern wir uns jetzt um den riesigen Metallplaneten? Metallplaneten? Machen wir. Na, okay. What? Du wirst, glaube ich, wieder von der Kiste erschlagen. Alter, das sind Tode, die sind nachvollziehen. Das war gerade richtig. So, der Master Chief. So, das ist so die dümmste Art, wie die Geschichte enden könnte. Ja. Von so einer fucking Kiste erschlagen. Ja. Metallplaneten haben bestimmt eine richtig harte Anziehungskraft. Markiere die nächste Luftschleuse. Los! Die hast du schon längst markiert, du Nase. Ich gehe da doch schon seit Stunden hin. Vielleicht meinte sie, ich markiere die nächste Luftschleuse. Ja, aber die war doch schon längst markiert. Ja, gut. Kampfgewehr. Also designtechnisch, ja, es ist leider so ein bisschen normaler geworden. Call of Duty, ja. Ja, also das siehst du, dieses Gewehr würdest du auch in Call of Duty sehen können. In den 9 auf jeden Fall, in den Warfare, ja. Das passt perfekt. Ja. Oh. Okay. Ich glaube, ich soll hier runter. Ja, ich glaube auch. Die Schwerkraft weist dir den Weg. Ja, und das Licht vor allem. Das ist das Spiel jetzt schon zu Ende. Ja, das ist so eine typische Endmission Halo. Okay, ich glaube, das ist die Demo, dann ist die Demo vorbei. Ja. Konzipiert für Demo. Bonk. Aus dem Weg. Sprott. Oh boy. Fliegt dir noch so ein Ding in die Fresse. Muss ich? Soll ich? Kann ich? Steuern? Findest du die Rettungskarte?
gibt es ja auch immer diese Passagen, wo man dann runterfällt und musst durch irgendwelche Hindernisse steuern. Echt? Und das in der Ego-Fest? Ach, the fuck. Okay. Weiß ich nicht, das ist vielleicht nicht Halo 4. Okay, das war cool. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Schlussstrich. Das war Folge 1 von Halo 4. Mhm. Und es geht bald weiter mit dem nächsten Teil.